Mein Name ist Judith Kara. Ich leite die Göttinger Ballettschule Adler Dance. Ich bin staatlich geprüfte Tanzpädagogin und Choreografin. Damit verdiene ich tatsächlich in Göttingen mein Geld. Wir befinden uns hier auf dem Skateplatz am Leineufer. Das ist in der Tat einer der besten Deutschlands, 2017 eingeweiht. Die Skater-Szene ist hier vor ein paar Jahren vom neuen Rathaus hierher gekommen. Und direkt nebenan sehen Sie die Sparkassen-Arena, in der unter anderem unser Basketballteam auf Bundesliga-Ebene spielt. Also der erste Weg, wenn man noch nie in Göttingen war, ist natürlich der Weg zum Brunnen, wo das Gänseliesel steht. Das ist das meistgeküsste Mädchen der Welt und es ist die schönste Frau von Göttingen, die muss man gesehen haben. Mein privater Lieblingsort sind die Dächer Göttings. Ich habe das Glück, unterm Dach zu wohnen und es ist ein kurzer Weg, darauf zu krabbeln und die wunderschöne Aussicht über Göttingen zu genießen, die alten Dachgiebeln. Wer eben nicht in Göttingen wohnt, sondern als Gast nach Göttingen kommt, dem empfehle ich, auf die Türme zu klettern. Es gibt den Turm der St. Johanneskirche und den Turm der Jakobikirche. Die Treppen hoch und dann hat man den wunderschönen Blick über Göttingen. Mein Lieblingsplatz in Göttingen ist das Gänseliesel. Mein Lieblingsplatz in Göttingen sind die Schillerwiesen und das Rocks Kletterzentrum. Mein Lieblingsplatz ist in der Musa. Mein Lieblingsort für Kunst und Kultur ist neben der Fechthalle, die mein Zuhause ist, die Lokhalle. Ich gehe natürlich sehr, sehr gerne ins Bistro vom Deutschen Theater. Da trinkt man erst den Wein und isst die Suppe und dann geht man ins Theater und genießt die Kunst. Meine zwei Lieblingsplätze sind der Wilhelmsplatz und das Dotz. Mein Lieblingsplatz in Göttingen ist die Ballettschule. An Göttingen mag ich ganz besonders die Nähe, von A nach B zu kommen, und zwar ganz einfach, entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder auch mit dem Bus, es ist eine Station, dann ist man schon wieder da. Ich liebe an und in Göttingen das Grüne. Wir sind, glaube ich, eine der grünsten Städte Deutschlands. Ich liebe natürlich, weil ich auch daher komme, die kulturelle Szene. Wir sind für eine Kleinstadt sehr gut bestückt, was Kultur angeht. Sowohl im musikalischen Sektor als auch im Theaterbereich. Was ich an Göttingen wirklich liebe, ist der Zusammenhalt der Kulturszene. Es gibt in Göttingen den Verein Kunst e.V., wo sich einmal monatlich Vertreter der großen Kulturinstitutionen zusammensetzen. Das ist nicht selbstverständlich, da müssen Sie sich vorstellen. Das Deutsche Theater, das Junge Theater, die kleinen Theater, Tanz, Musik, Gesang sitzen zusammen und kooperieren miteinander. Das ist eine echte Stärke, die sich auch politisch auswirkt in Göttingen.